Eine Kleinigkeit hat sich Filmemacher Adi Wojacek noch vorgenommen. Er möchte gern einen Oscar gewinnen in Los Angeles. Zweimal wurde der Düsseldorfer Regisseur bereits mit seinen Filmen nominiert. Im dritten Anlauf soll es jetzt endlich klappen. Mit seinem Kurzfilm Es wird besser. Thema Mobbing im Internet. Warum können die mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ben, es ist okay, es ist okay, es ist okay. Nein, gar nichts ist okay. Die nennen mich eine Schmuchtel. Ein Stück Scheiße. Die filmen mich auf Klo. Über den Film werden wir jetzt gleich reden. Adi Wojacek ist bei uns, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei ZIP. Danke für die Einladung. Adi, Sie sind ja jetzt wieder mit dem Film quasi vornominiert für den Oscar. Hat man so das Gefühl, Mensch, den habe ich jetzt schon fast in der Tasche? Ach, so weit will ich gar nicht denken. Da ist man noch relativ weit von entfernt. Aber es ist halt schon ein schönes Gefühl zu wissen, man ist in der Auswahl, die Academy wird es sehen und dann kann man nur noch die Daumen drücken, dass es quasi wert ist, dass man in die nächste Stufe kommt. Sie wirken aber schon wie ein sehr überlegter, zielstrebiger Typ. Das heißt, in der Wahl der Themen für Ihre Filme, die ja quasi querbeet alle preisgekrönt wurden, haben Sie da schon so im Blick, es wird einen Sieg geben, es wird irgendwann Hollywood werden? Das wäre natürlich schön und klar zielt man auch darauf ab, weil ich glaube, man braucht so Ziele, auf die man hinarbeiten kann, weil ohne fühlt es sich irgendwie an, als wäre man, glaube ich, in der Luft. Man kann alles irgendwie machen, aber wenn man eben dieses Ziel vor Augen hat, dann ist das so eine Richtung, die vorgegeben wird. Und ich nehme dann halt immer gerne eben soziale Themen, wo es halt darum geht, dass ein Individuum über seine Identität nachdenkt oder irgendeine Hürde überwinden muss und da auch wieder ein Ziel hat. Wenn es dann soweit ist, Hollywood ist da, der Oscar auch, dann bringen Sie ihn bitte mit. Nicht, dass wir ihn vergessen, aber dann treffen wir uns hier wieder mit der Trophäe auf dem Tisch. Vorbei und dann weil das wird garantiert. Okay. Also, dieser Weg war irgendwie schon vorgezeichnet, weil Adi war schon ziemlich zeitig klar. Als er noch ein kleiner Junge war, das muss der Film werden und das ist meine Leidenschaft. Also, die Situation wird Adi Wojacek ist ein ausgebuffter Filmemacher. Um die Chancen auf einen Oscar zu erhöhen, zeigt er seine Filme auf wichtigen Festivals, zum Beispiel den LA Shorts. Mit seinem aktuellen Film Es wird besser hat er dort gerade gewonnen. I just don't know what to say, I'm so happy. Na gut, an der Dankesrede für den Oscar sollte er wohl noch ein bisschen feilen. Adi, das steht für den schönen Namen Adalbert, wurde in Polen geboren und kommt mit 5 Jahren nach Deutschland. In der Schule ist er richtig schlecht, sagt er, und will nur Filme drehen. Aber wie? Wojacek macht sein Abi nach und studiert Regie an einer privaten Hochschule. Um sein Studium zu bezahlen, arbeitet er bei einer Fastfood-Kette. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Mittlerweile macht Wojacek Musikclips und Werbefilme, nur um Geld zu verdienen für neue Kurzfilmprojekte. I was born as a girl, you see? I just can't go back. We need you and we don't care if you have been a girl and you're a man now. It's just one dance. You just don't want to understand. Wojaceks aktueller Film Es wird besser basiert auf echten Fällen. Gedreht werden musste mit wenig Geld an 3 Tagen. Beim Festival eingereicht wurde der Film 5 Minuten vor Abgabeschluss. Gewonnen hat er doch. Hey, was war denn da los? 5 Minuten vor Abgabeschluss? Ja, es war alles ein bisschen kritisch von der Zeit her, weil ich sag mal, wenn man bestimmte Festivals sich ausgeguckt hat, dann weiß man auch, wann die Deadlines sind. Und bei den LA Shorts waren die Deadlines im Schnitt immer so im Juli, aber die sind halt um 1 Monat vorverlegt worden. Und ich hatte im Prinzip nur noch 2 Wochen, um den Film komplett fertig zu schneiden und Ton und Pipapo. Halleluja, das war dann wirklich ein Ritt, ne? War ein bisschen knapp. Das Thema ist sehr wichtig. Es ist sehr, trotzdem haben wir alle noch ein bisschen Probleme offenbar damit, das auch wahrzunehmen, wir alle in unserer heutigen Gesellschaft, Cybermobbing. Wie sind Sie ausgerechnet auf dieses Thema gekommen? Letztes Jahr hat mich meine Mutter auf dieses Thema angesprochen, weil sie Betreuerin ist an einer Schule und hat mir Infomaterial zukommen lassen. Und sobald man eben sich auf dieses Thema fixiert, öffnet man auf einmal die Wahrnehmung einfach zu dem Thema. Warum Ihre Mutter? Hat die damit zu tun, beruflich? Sie hat an der Schule Vorträge gehalten zum Thema Cybermobbing und es gab auch Cybermobbing-Fälle und sie hat sich halt dafür eingesetzt. Mhm. Und sie hat genauso dann auf einmal erkannt, wie schlimm dieses Thema eigentlich ist und hat mich dann darauf aufmerksam gemacht. Dann habe ich genau zu dem Zeitpunkt ging ein Video auf YouTube viral von Keaton Jones. Keaton Jones, genau,
den seine Mutter auch gefilmt hat. Richtig, richtig, genau. Und das ging so viral, dass sich auch Prominenz eingeschaltet hat, wie Justin Bieber oder die Schauspieler von den Avengers. Also ein Schüler, der gemobbt wurde und sich quasi übers Internet, also alle angeklagt hat, genau, ihn so quälen. Richtig, ja, richtig, richtig. Ja. Das habe ich dann auch gesehen und auch weiterverfolgt. Und dann sieht man einfach, was für Opfer es einfach da auch gab. Was waren Sie denn früher in der Schule? Waren Sie Mobbing-Täter oder Mobbing-Opfer? Ich war lustigerweise Täter. Also ich habe tatsächlich auch Schüler gemobbt oder meinen besten damaligen Freund gemobbt. Und ich habe in dem Moment aber nie verstanden, was ich da wirklich gemacht habe. Es hat mir Spaß gemacht in dem Moment als 7-8-Jähriger. Per blöde SMS oder SMS nicht, aber Internet so blöde Sprüche oder einfach lustig direkt gemacht. Genau, auf dem Schulhof. Und dann wurde ich selber gemobbt und habe erstmal verstanden, was das überhaupt ist. Das hat sich gedreht dann. Das hat sich gedreht und es tat mir dann so unendlich leid. Und jetzt, so viele Jahre später, merke ich, oh, jetzt ist das Thema immer noch aktuell und nur halt noch verschärfter, weil es halt im Internet weitergeht. Ihr Hauptprotagonist ist Ben, ein Junge, dem es auch so geht, der massiv gemobbt wird von Klassenkameraden. Und es geht um Bens Mutter, die sehr leidenschaftlich für ihren Sohn kämpft. Er wird seit Monaten an dieser Schule belästigt. Seit Monaten? Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt irgendwelche Schüler, die filmen ihn und stellen das dann ins Netz. Warum machen die so? Wer die? Pass auf, ich werde das nicht zulassen, dass man dir das weiter antut, okay? Wirklich keine verdammten Handys in der Unterrichtszeit. Hier macht doch eh jeder, was er will, sobald man wegschaut. Ich fordere eine Konferenz, wo man sich zusammensetzt und ich wo man versucht... Ich sagte doch, dass wir uns darum kümmern werden! ...für dieses Problem. Wenn da von Ihnen nichts kommt, dann bin ich im Schulministerium. Das verspreche ich. Großartige Besetzung. Sie haben auch tolle Schauspieler gewonnen. Aber ich will jetzt mal nicht über die Erwachsenen, sondern über die Kinder reden. Mhm. Zwei Jungen spielen mit. Ben haben wir gerade gesehen. Wie schafft man das, so einen Jungen dazu zu bringen, dass der auch so emotionsgeladen spielt? Er hat, glaube ich, solche Erfahrungen noch gar nicht gemacht. Also zum einen, Marlon ist ein sehr, sehr talentierter Junge. Also er war 12, als wir das noch gedreht haben. Mittlerweile ist er 13. Mhm. Aber für seine 12 Jahre ist er wirklich ganz schön weit und auch unfassbar talentiert, wie ich dann gemerkt habe. Und er hat sich dann Situationen genommen, die für ihn emotionsgeladen sind und hat das im Prinzip auf die Szene übertragen, weil er selber jetzt keine Mobbing-Erfahrungen hatte. Aber konnte sich halt wie ein Schauspieler nun mal... Wie ein alter Hase, sich da andere schlimme Situationen hatte abgerufen. Es gibt einen zweiten Jungen, wir werden auch nicht erzählen, wie das alles ausgeht, diese Geschichte, dieser Konflikt. Lukas Poland, ein Junge, der auch mitspielt, der wiederum hat massive Erfahrungen mit Mobbing machen müssen vorab. Wie sind Sie überhaupt auf ihn gekommen? Naja, man recherchiert halt. Und irgendwann stößt man halt, wenn man aus NRW kommt und Cybermobbing eingibt, stößt man halt auf Beiträge von Lukas Poland, weil er sich halt, weil er gegen Cybermobbing kämpft. Mhm. Er kommt aus Schwerte. Ich habe lustigerweise in Schwerte studiert und da war schon die erste Verknüpfung im Grunde genommen und habe Beiträge gesehen über ihn und gesehen, wow, das ist aber auch echt ein mutiger Junge, der sich dagegen einfach stellt. Und der erste Gedanke, der dann kommt, ist dann einfach, da muss ein Synergieeffekt entstehen. Ich meine, er wurde auch massiv bedroht mit SMSen. Das ging so weit bis hin zu solchen Aussagen. Ich töte dich, ja, ich werde deiner Familie massiv schaden. Und er hat eine Hotline für Betroffene eingerichtet in seinen jungen Jahren, ja, und macht das auch so. Ne? Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Was möchten Sie denn gerne auslösen durch diesen Film? Also ich möchte natürlich, wie das ganze Team auch, einfach auf das Thema aufmerksam machen und zu sensibilisieren und einfach zeigen, was passiert, wenn es an Empathie fehlt, wenn es an einer vernünftigen Gesetzeslage in Deutschland auch fehlt. Und werden ganz viele Themen eigentlich in dem Film angesprochen. Und es ist so, dass es in Österreich nun mal so ist, dass es Cybermobbing-Gesetze gibt. Und in Deutschland nicht. Und da war für mich dann auch wieder die Verknüpfung da. Ich habe immer diese Verbindung zurzeit nach Österreich, weil meine Mutter Österreicherin ist. So bin ich dann zu Ursula Strauß gekommen und sie hat dann auch gesagt, wir müssen was zu diesem Thema einfach machen. Ja, man muss auch was machen, auch weil viele Eltern sind so ahnungslos, was da eigentlich abgeht und wie ihre Kinder leiden im Stillen. Ja? Ja. Wann werden wir denn diesen Film sehen können? Frühestens nächstes Jahr, ja, weil der halt immer noch auf seinem Festival-Run ist im Grunde genommen. Also da kommen noch ein paar Festivals und dann schauen wir nächstes Jahr. Also es gibt keinen festen Termin noch. Adi Wojacek, wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns waren. Drücken die Daumen für den kleinen goldenen Mann, dass der vielleicht bald an Ihren Händen steht. Und wir machen jetzt weiter mit den ZIP-Tipps. Dankeschön. Vielen Dank.